Okay, nach welchen GTA-Videos sucht die Community eigentlich auf YouTube? GTA. Wir haben GTA 6 in verschiedenen Variationen. Und was ist das? GTA 5 Money Glitch? Oh mein Gott, nicht schon wieder. Oh lol. Der Yankee Unit 91 auf Platz 1 der Suchergebnisse und der Junge hat vor einem Tag Money Glitches getestet. Ja, das ist ja jetzt schon fast ein bisschen peinlich. Aber ich schwöre euch, das Topic habe ich schon so lange auf meiner Liste, dass die Tinte schon verblasst ist durch die Sonne. Also, wir ziehen das jetzt einfach eisern durch und testen hier Money Glitches. Der erstbeste Money Glitch, der uns hier angeboten wird, ist vom Gloper. Der Frozen Jeton Money Glitch. Wow, und der komplette Titel in Caps Lock geschrieben. Na, wenn das mal nicht Vertrauen weckt. Na dann, lasst uns beginnen mit der Kaffeefahrt des Grauens. Ich werde euch ab und an mal den O-Ton des Videos einblenden und dabei immer parallel in meinem eigenen Spiel den Schritten zum großen Geld folgen. Aber wir wären ja nicht auf einer waschechten Kaffeefahrt ohne ein ausgiebiges Verkaufsgespräch, also cutte ich euch mal die hervorragende Geschäftspräsentation vor dem eigentlichen Bullshit aufs Wichtigste zusammen. Und zwar verlose ich 1 Milliarde GTA-Dollar. Du musst einfach nur erstens liken, zweitens Kommentar, drittens du musst abonnieren und viertens unten in der Videobeschreibung ist ein Link anmelden und registrieren. Okay, ich fasse zusammen, fürs Gewinnspiel sollt ihr 4 Dinge tun. Und wenn du diese 3 Dinge getan hast. Auf der anderen Seite möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen, unten der erste Link in der Videobeschreibung, Unlock Alls Money Booster, da kannst du dir bei meinem Partner ganz, ganz günstig Geld kaufen. Das ist abgesprochen mit Rockstar. Völlig legit abgesprochen mit Rockstar. Safe, safe. So, das allererste, was du jetzt erstmal tun musst, du musst erstmal jetzt zum Casino fahren. Wir sollen also zum Casino fahren und dort auf unsere Optionen gehen und hier überprüfen, dass die Spielersuche geschlossen ist und der Spawnpunkt das Casino Penthouse ist. Obwohl der Spawnpoint hier nicht wichtig ist, da geht auch jeder andere. Glück gehabt. Und natürlich holen wir uns jetzt noch den Besucherbonus und drehen am Glücksrad. Beides auch völlig irrelevant, aber das gehört eben zu einer guten Kaffeefahrt dazu und bringt ja auch irgendwie Content. Wie gesagt, so. Danach, und jetzt kommt kein völlig nutzloser Bullshit, sollt ihr am Automaten mindestens einmal gewinnen. Da man aber am Automaten ein paar Mal drücken muss, bis man gewonnen hat, kann man ja jetzt nochmal entsprechend ein bisschen fachlich korrekte Werbung machen. Denn sind wir mal ehrlich, genau dafür sind wir doch hier. Wir müssten einmal auf jeden Fall gewinnen. Du machst genau so lange, bis du einmal gewinnst. Bis du ein einziges Mal gewinnst. Wenn du nicht gewinnst, du wirst auf jeden Fall irgendwann ja mal gewinnen. Das machst du halt einfach so lange, bis du gewinnst. Währenddessen einfach mal ganz kurz meinen Kanal abonnieren. Richtig fettes Gewinnspiel raushauen. Einfach gerne diesen Kanal abonnieren. Falls du es noch nicht getan hast, gerne einfach diesen Kanal abonnieren. Kanal teilen. Habt ihr dann einmal gewonnen, schnell aufstehen und ab ins Interaktionsmenü geklickt. Dort zu den Accessoires auf die Brille. Anschließend schnell eine Invite-Only-Session starten. Wenn ihr dann im Penthouse spawnt und wieder ins Casino lauft, dann habt ihr mit dem Video eine Viertelstunde eures Lebens verschwendet. Aber hey, wir haben am Glücksrad gedreht und einen Besucherbonus abgeholt. Von daher waren die hier unrelevanten Tipps im Video gleichzeitig auch die besten. Tja, verdammt, immer noch nichts dazu verdient, also müssen wir uns wohl mal einem anderen Kaffeefahrtenveranstalter widmen. Ah, was haben wir denn hier? Wieder schön komplett in Caps Lock. Der funktioniert immer Money Glitch von Satrax Tours. Lass die Kaffeefahrt beginnen. Lasst doch mal ein Like und ein Abo da an dieser Stelle. Und falls ihr noch nicht wusstet, es hat momentan eine der fettesten Rabattakt Money Boosts oder Unlock Alls kaufen und Unlock Alls Level kaufen und andere Sachen. Erster Link und zweiten Link noch ein kleiner Gutscheincode. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem heutigen Glitch. Okay. Und falls ihr es noch nicht wusstet oder einfach neu auf meinem Kanal seid, ich verlose 5-mal 5 Milliarden GTA-Dollar. Ja, bluten euch auch schon wieder die Ohren? Ein tolles Gefühl, oder?
Dennoch liefert er uns jetzt ein paar ganz bestimmt nicht frei erfundene Abläufe, mit denen ihr also auch wieder ein paar Kröten ermogeln können sollt. Wir begeben uns jetzt hier in den Supermarkt und werden gleich direkt einmal den Typen nicht abballern, sondern dazu bringen, dass er uns die Ware rausgibt aus seinem Laden. Ganz wichtig, wir dürfen ihn nicht töten. Ja, ausrauben, kein Thema. Ganz wichtig, ihr müsst die Sterne auch haben, sonst klappt es nicht. Danach soll's schnurstracks mit den Sternen im Petto zum Rockstar-Rennen am Legion Square gehen und dem sollen wir beitreten. Sind wir da in der Lobby, sollen wir diese auch direkt wieder verlassen. Zurück am Legion Square öffnet ihr jetzt die Tür und steigt danach mit einer Tastenkombination aus Steuerkreuz links und der Einsteigentaste ins Auto. Genauso wird mir das hier in dem Video beschrieben und genau, so will ich das auch tun. Jetzt starten wir irgendeinen Job, wobei hier unser Reiseveranstalter Satrax Tours in seinem Video den Ballerjob startet, weshalb ich es ihm gleich tue. In der Mission fahren wir dann zu Simeons Autohaus. Und ihr werdet jetzt sehen, dass wir beim Reingehen direkt Options drücken müssen. Wir gehen rein und drücken Options, dann bekommen wir automatisch ein Blackscreen. Und hier muss ich sagen, staune ich doch ein bisschen, denn das entspricht zumindest mal der Wahrheit. Auch bei mir bleibt das Optionsmenü im Hintergrund schwarz. Jetzt joinen wir einer neuen Freundessitzung und unternehmen eine Probefahrt mit einer von Simeons Karren, wobei hier auch wieder egal ist, welches Auto, und fahren damit zum Luxushändler hinter. Ja, und weil das alles so anstrengend war zu befolgen, freue ich mich jetzt erstmal auf den kalten Kaffee, den ich hier bei dieser Fahrt eingeschenkt bekomme. Ich mache jetzt einmal doppelte Geschwindigkeit rein. In der Zwischenzeit könnt ihr mal abchecken. Erstlink in der Videobeschreibung. 40% Rabatt. 1 Million GTA-Dollar für unter 1 Euro. Link in der Videobeschreibung, wo wir hin müssen, nämlich zu diesen Premium-Autos. Dort angekommen, halten wir Aussteigen gedrückt und öffnen sofort das Optionsmenü, wenn die Probefahrt beendet wurde, und betreten erneut schnell eine Freundessitzung. Nun werden wir angehalten, eines der Luxusautos anzusehen. Jetzt können wir aber hier Fahrzeug ansehen drücken. Ist das dann erledigt, sollen wir uns zum nächstbesten Klamottengeschäft begeben, unser Fahrzeug einlagern und irgendeine Klamotte kaufen. Ein letzter Sitzungswechsel noch und wir sollen endlich die Quadrillion bekommen, die uns in diesem funktioniert immer Money Glitch versprochen wurde. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie viel Geld wir durch diesen Glitch gemacht haben. Doch mein Blick auf den aktuellen Kontostand beweist, wie immer, alles Schall und Rauch. Ein weiteres Video für euch, Leute, mit dem Grisel ist Schluss für heute. Macht fleißig mit und kommentiert, natürlich wird Grisel jetzt abonniert. Hat euch das Video gut gefallen, könnt ihr einen Daumen hoch reinknallen. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Peace out.